Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu StarCraft 2. In der letzten Folge haben wir quasi diesen merkwürdigen Nebel hier betreten. Und natürlich sind natürlich auch hier haufenweise Schlüssel. Die Tal'Darim setzen ein riesiges Warp-Prisma ein. Wow. Wenn sein Kern ähnlich konstruiert ist wie der unsere, besteht der Reaktor wahrscheinlich aus reinem Solarit. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das Prisma zerstören und das Solarit bergen. Ich kann es nutzen, um unseren Solarkern auszubauen. Alter, wie cool. Ein Mega-Warp-Prisma. Cool. Der bringt mir direkt 10. Nice. So. So, dann machen wir hier gleich mal die Expansion. Zeit für den Kampf. Ja, sicher selber mal ein paar Einheiten schicken. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wieder an die Arbeit. Hier können wir mal eben dann noch das da machen. Müssen wir so rum machen. Dann passt das. Okay, aber der Raumportal kann immer nur eins gleichzeitig machen. Okay. Auch gut zu wissen. Ihr benötigt mehr Westen. Ah, zurückgekehrt. Die Himmel wacht. Zurückgekehrt. Ah, ja. Aber ist eigentlich auch ganz cool. Also. Wir haben Zeit, hier uns aufzubauen. Ah, wir brauchen mehr Vespingas. So, kriegen wir jetzt auch Vespingas mehr. Und 19 ist auch eine Menge Zahl. Gut, wenn der hier fertig ist, dann können wir hier noch ein paar generieren. Das ist gut. Tja. Wir können aber hier schon mal ein paar mehr bauen, damit wir mehr Einheiten haben. Da ich ja die heranworpe, ist es glaube ich so etwas einfacher. Es ist nämlich auch egal, wo die stehen. Ja. Und perfekt, Hammer. Da hinschicken und dann haben wir es auch da. Mal hier mal einen heranworfen, dann können wir nämlich da noch ein paar Verteidigungstürme hinstellen, dann hat sie es. Es läuft doch solide. Hier ist dieser Warp-Kern. Gott, wie viele Einheiten hier rumstehen. Ey. Da wird ein kleines Gefecht, kleines größeres Gefecht werden, aber das deichseln wir schon. So. Wir müssen jetzt auch gleich fertig sein. Greife Feind an. Ja, da kommen sie schon. Wo ist das denn? Was ist das denn für eine Einheit? Das ist. Alter Schwede. Jetzt kommt die wie schon wieder mit neuen Einheiten um die Ecke. So, hier, wie gesagt, Verteidigung hin platzieren. Schön, wir bringen mal die hin. Yep, sauber. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Verteidigung. Und dann klappt das eigentlich, würde ich sagen. Wo verbirgt sich der Feind? Jetzt haben wir hier auch Einheiten. Hier Forschung, herantreiben. Vorantreiben, nicht herantreiben. Das ist ja nicht in Ordnung. Wollen wir sonst noch was bauen? Raumportal haben wir ja. Ich denke mal, weiß nicht, ob noch eins brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir könnten ein Robotertor bauen. Dafür brauchen wir mehr Vespingas. Oh, der hier kann mal schon mal Vespingas erschließen.
Das ist halt das Coole, das, der Aufbau der Basis bei Prot ist so, so angenehm. Weil wirklich, die Drohne fällt hin, baut die setzt kurz den Punkt, da werden sie herangeworfen, dann kann es weiterarbeiten. Das klappt bei allen anderen Einheiten eben nicht so einfach. So. Den Kaldarin-Monolith haben wir jetzt auch. So, und dann... Perfekt, hier ist noch ein großes Feld, wo ich rein spawnen kann. Ein paar Protektoren hier mal. Ja, unsere Ressourcenproduktion ist noch zu gering. Muss man ja mal zugeben. So, die können da mal stehen bleiben. Als eine Art Vorstopper. So, die Forschung läuft. Das kann aber alles problemlos durchforschen. Schade, dass man die hier nicht schon den Auftrag geben kann. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Weil im Endeffekt sollte das Gebäude ja wissen, dass da gerade geforscht wird. So, meiner Meinung nach. So, wir können ein bisschen Energie verbrauchen. Oh, machen wir hier mal so. Hier mal noch Energie hin. So. Wir brauchen mehr Pylonen. Wir brauchen mehr Einheiten produzieren können. Upgrade durchgeführt. So. Sollte so eigentlich reichen. Würde ich mal meinen. Upgrade durchgeführt. Sauber. Mal, der kann noch mal hier oben auch hier so einen Monolithen bauen. Und dann hier. Ja. Und ich bin angegriffen. Sehr schön. Ich sehne mich nach dem Kampf. Das war jetzt ja nicht so dramatisch, ne? Oh, da kommen sie schon wieder. Ja, alles kein Problem. No problemo. Kann ich einfach hier den Strahl rein donnern? Das wäre schon billig irgendwie. Was? Jetzt sich positioniert? Cool. Cool. Cooler Devil. Ich baue mal hier noch so ein. Noch da ein. Ach, baue hier noch eins. Mal den hier wollte ich mal bauen, oder? Habe ich den schon gebaut? Nee. Dann bauen wir noch hier mal zwei davon. Und dann geht's auch hier wieder an die Arbeit. So. Defensiv haben wir erstmal ein bisschen was. Ressourcen produzieren wir auch. Dann klatschen wir jetzt hier meinen Pylon hin und dann wird herangeswarpt. Ich bin zurückgekehrt. So, und ich bin zurückgekehrt. Ressourcen sind aufgebraucht. Sehr schön. Mein Leben für Ayur. So, dann schicken wir hier mal direkt mal da hin. Dann haben wir's. Sobald Amons Streitkräfte vernichtet sind, sollten wir mit unseren Kriegern das Stellarschloss aktivieren können. Ja, lass die Fehler weg, Kreos. So, das ist hier relativ schnell erledigt. Und meins.
Das Schloss ist unter unserer Kontrolle. Diese Energiemuster lassen darauf schließen, dass sich der Tempel öffnet, wenn wir alle 5 Schlösser kontrollieren. Sehr doof, wenn es nicht so wäre, ne? Dann kann ich hoffentlich die Einheiten jetzt hier wegschicken. So. Sehr schön. Die Dinger haben wir auch. Haupttor haben wir. Schade, dass die hier nicht alle... Nee, doch, die werden hier alle. Man kann trotzdem die Einheit nicht ausfinden, schade. Wenn ich jetzt hier irgendwie... Ah, das geht. Ah, cool. So geht das. Da sind drinne, da sind drinne. Was brauchen wir? Ach komm. Was soll's hier? Mal so ein Ding hingespawnt. Eine geistige Anforderung. Sehr schön. So, dann schicken wir hier mal Einheiten hin. Ich sehne mich nach Anan Pogal. Ja, komm. Ich füge mich. Bleibt immer hier, braucht man. Vorsicht! Amons Diener versuchen ein Schloss einzunehmen. Unser Sein. Mein Leben für Ayo. Ich bin zurückgekehrt. Könnt ihr vergessen, Kollegen. So. So, das da ist auch erlischt. Greife Feind an. Tja. Dann heißt es jetzt einfach nur noch produzieren. Mal hier mal. Ja, war mir klar. Dann hier mal. Und dann. Atragona. Ich bin zurückgekehrt. Die habe ich gar nicht. Mein Leben für Ayur. So, mir fehlt noch der dunkle Schrein. Dann machen wir den noch hier mal fix. Da mal hin und dann dort wieder hin. Den haben wir auch. Dann schicken wir jetzt unsere Einheiten dahin. Sind das hier genug? Nee, die reichen nicht. Nee, die reichen nicht. Oh, komm, schick mal die noch mal. Unser Triumph. Wir sind die Klingen Ayurs. Die Armee sollte es aus, sollte es ja hinkriegen. Zeit für den Kampf. Die Lufteinheiten können wir mal hier da lassen als Verteidigung. Ja, das ist ja hier alles kein Problem. Ich kämpfe weiter. So, hochmarschieren. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Ich glaube, die lasse ich immer fix dahin marschieren. Oh, das ist unschön. Gucken wir mal. Ja, das ist alles kein Problem. Das ist ja alles kein Problem. Nun gut. Der Kampfesruhm wird unser sein. So. Oh, da war so eine Einheit. Naja, wusste ich doch, dass das hier so eine Fähigkeit ist, ist unschön. Die Gefallenen dienen noch immer. Da komme ich wahrscheinlich nicht einfach so hin. Unser Triumph ist nah. So, da mal sowas hin spawnen. Und dann würde ich mal sagen, mal hier
von Teleportation erfolgreich. Anan Pogal. Nein, das geht nicht. Zeit für den Kampf. Oh, die sollen sich mal um die das Ding da kümmern. Finde ich nicht schön. Wow, das können wir machen. Guck, wir sind zwar theoretisch am Folgenende, aber ich, es ist nur noch dieses eine Ding, da ganz ehrlich, das können wir jetzt auch noch fertig machen. Ich füge mich. Amons Kräfte haben einen der Schlossmechanismen unter ihre Kontrolle gebracht. Guck hier, das sind so geil, die Dinger. Ganz alleine komplett aufgehoben. Anan Pogal. Verstanden. Hier schicken wir mal. Ah ne, so, so, da. Ich sehne mich nach dem Kampf. Mein Leben für Ayur. Ich füge mich. Komm, problemlos. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Angriff hier. Verstanden. Streife die Galaxis. Orange, also so, komm. So. Zeit für den Kampf. Ich füge mich. So, jetzt wird er hier noch weniger gemacht. Und dann können wir unsere Armee hier. Ach, den da haben sie schon übernommen. Okay. Aber rasch. Ich durchstreife die Galaxis. Nehmen wir mal extra Schaden dazu. Guck, die sind ziemlich cool, weil die komplette Bodeneinheiten komplett aus dem Spiel nehmen. Ich füge mich. Der hält echt viel aus, dieses Ding. Nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir es aber gleich. Jo, danke. Hervorragend. Ich warpe die Ladung des Schiffs an Bord der Speer des Adun, um sie eingehender zu studieren. Na dann, geil! Mein Leben für Ayur! Zeit für den Kampf! Teleportation erfolgreich! Rentaro Tassada! So, dann jetzt die Armee. Ich warte. Einmal losschicken, da, ne, da, so. Für Ayur. Die. Wo verbirgt sich der Feind? Sha'azul, du Templar. Greife Feind an. Arme rasch. Ach komm, hier. Setz auf Angriff. Verstanden. So, das Ding sorgt ja für Energie für die Dinger. Also tot, ja, hat sie es. Für die Ehre. Ah, Omitin. Und dann hat sie es eigentlich. Dann haben wir es jetzt gleich. Doch, alles ganz gut aussehen. Hammer, und dann auch hier, und dann hat sie es. Sie brechen durch. Sie war weg. Ich füge mich. Das ist kein Problem. Das könnte schlecht ausgehen, aber hier so ein paar Stärkungen. Tja, das war's. Ja, hier kommen jetzt noch ein paar, ist egal. Guck, und das war's. Gewonnen! Alle fünf Schlösser wurden eingenommen, Hierarch. Das Tor beginnt sich zu öffnen. Es sieht so aus, als hätten sich Amons Truppen zurückgezogen. Ich verspüre lediglich eine große Stille im Inneren des Tempels. Dann waren wir erfolgreich. In Kürze werden wir erfahren, was die Vorhersehung für uns bereithält. Tja, geschafft. Leider keins von den Dingern. Was hätten wir machen müssen? Die gar nicht unter 10 Minuten. Achso, ja, gut, mein Gott.
6 Minuten ein und halten Sie es bis zum Ende der Mission. Ja, was soll's, also ganz ehrlich. Ach, ist auch egal. Aber wir haben die Mission geschafft in, ja, so bummelig 25, 30 Minuten. Ist, ja, kann man, geht eigentlich, ne? Standard. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio.